So, wir haben ja letztens die Veranstaltung gehabt von einem türkischen Künstler, Legende, Sänger. Der nennt sich Ibrahim Tatlıse. Ist im Prinzip im Süden, Türkei sowieso, arabische Länder, jugoslawische Länder, ein Superstar. Sogar Europäer kennen den, zumindest bei den Konzerten haben wir miterlebt, wie viele tolle Menschen, nicht nur seine Landsleute, Türken, Kurden, Araber, Jugoslawen, Evangelien, Muslime, Christi, alle waren da. Ja, und ich hatte die Ehre gehabt, ihn beschützen zu dürfen, beziehungsweise für seinen Schutz, für ihn und sein Team da zu sein. Leider hatten wir da nicht die Erlaubnis, richtig hinter die Kulissen für ihn da zu sein, beziehungsweise mit der Kamera. Ich glaube, so eher aus Krankheitsgründen, weil er sich nicht fit gefühlt hat. Vom Veranstalter her hätten wir filmen können, aber er selber wollte das nicht und das muss man akzeptieren und respektieren. Auch das gehört zu unserem Job, nicht an uns zu denken, sondern an unseren Auftraggeber. Aber dafür, Gott sei Dank, war mein Team in der Halle und hat die Vorroute gemacht. Das nennt man Vorroute, dass die vor mir dort sind, die Leuteinteilung, die Hallenbesichtigung, Bühnenbesichtigung, mit dem dortigen Sicherheitsdienst zusammenzuarbeiten, was immer top funktioniert. Wenn wir immer mit anderen Security arbeiten, die für die Halle zuständig sind, ist die Zusammenarbeit top, wie in dem Fall in Berlin. Dann komme ich mit dem Star dahin und mache mir in die Hose, dass nichts klappt. Und dann habe ich das Gefühl, keiner hat gut gearbeitet. Ich muss es nochmal die Einsatzleitung machen. Ich muss einmal die Leute nochmal ansehen. Ich muss einfach sehen, ob die wissen, worauf die sich einlassen, damit dieser Star auf die Bühne geht. Weil, was wir nicht vergessen dürfen, in dem Punkt haben wir keinen fitten Star. Der erinnert mich so ein bisschen an Muhammad Ali, der auch nicht gerade fit war damals in seiner Zeit. Dass alles perfekt und gut läuft. Viele, die rumschreien oder was weiß ich jetzt, die dürfen, aktiv angesprochen, Schwester, dürfen die, aber nicht stehen. Okay. Ne? Okay. Weil wenn die stehen, guckt der hinter ihm gar nicht rein. Ja, ja, ja. Okay? So, gehen wir noch mal rein, gucken wir uns von oben die Bühne an, weil da stelle ich zwei Leute hin. Hallo Bruder. Hi, Joshua. Hi, Joshua. Die Show beginnt, wir haben den Mann auf die Bühne gebracht. Ich springe zwischen oben, ich bin unten, ich bin praktisch wie jemand, der Flöhe irgendwo hat und am Hin und Her rennen. Ich finde da überhaupt keine Ruhe, bis wir logischerweise die Veranstaltung gut hinter uns bringen. Wie ihr auch sehen werdet, hoffe ich zumindest, ihr seht, ich bin bei A, bei B, bei C. Ich renne überall, obwohl mein Team das genauso gut machen kann. Aber ich renne wie ein Idiot hin. Egal, die Leute sollen sich hinsetzen. Am besten sollen sie gar nicht klatschen, gar nicht lachen. Die sollen nur zuschauen und einfach mich in Ruhe lassen. Weil, das seht ihr auch noch mal später, es hat sich gezeigt, manche Leute beobachten mich. Sobald ich irgendwo weg bin von dem Star, versuchen sie, das auszunutzen und den Star zu berühren. Wie der eine Fan, der praktisch auf die Bühne springen wollte, den wir praktisch Gott sei Dank ergreifen konnten und nicht an den Star rangelassen haben. Der Star ist so korrekt oder so lieb und hat mich gebeten, ihn doch nach oben zu bringen, beziehungsweise, dass er ihm sehr, sehr nahe kommen kann. Und warum ihr nicht alles gesehen habt, meine Lieben, auch meine Kameraleute oder mein Team, hatte eine Grenze. Die ersten zwei Lieder dürften sie filmen. Die ersten zwei Lieder haben die auch filmen dürfen, egal ob wegen mir oder nicht. Und dann mussten sie gehen. Somit hoffentlich, wirklich hoffentlich sehr, sehr, dass ihr Spaß dabei hattet mit mir, mit meiner Arbeit, mit meinem Team. Bis zum nächsten Video, das vielleicht noch intensiver und noch krasser sein wird. Unterstützt Ahmed. Ich danke euch von ganzem Herzen.